Wir stehen hier vor einer Mendicus-Ladestation, welche von der Art her wie eine Wallbox funktioniert. Und daher brauchen wir auch unser eigenes Ladekabel. Um den Ladevorgang zu starten, muss die Ladestation entsperrt werden, indem man die Ladekarte an das gekennzeichnete Ladekartenscanfeld hält. Am Display ist ersichtlich, dass die Anmeldung erfolgreich war. Nun kann das Kabel an einem Ende in den Ladeport des Autos und das andere Ende in die Ladestation gesteckt werden. Am Display ist nun ersichtlich, dass der Ladevorgang aktiv ist. Zusätzlich wird die Ladedauer und die bereits geladenen Kilowattstunden angezeigt. Um den Ladevorgang zu beenden, muss die Ladekarte wieder an das Ladekartenscanfeld hingehalten werden. Dieser Vorgang ist notwendig, da ansonsten jede x-beliebige Person den Ladevorgang unterbrechen oder beenden könnte. Und daher Karte hinhalten und anschließend kann das Ladekabel aus der Buchse der Ladestation und dem Ladeport des Autos gezogen werden. Und damit ist der Ladevorgang beendet.